Auf jeden Fall ist das Fadengrad eine riesen Erfolgsstory. Dank dem Einsatz von unseren Mitarbeitern haben wir den Umsatz und die Einschaltquote innerhalb von einem Jahr können verdoppeln. Aufgrund von diesem riesen Erfolg hat das Management von Fadengrad entschieden, per sofort 2000 Stellen zu streichen. Was? Was fordern Sie? Ich habe soeben erfahren, dass Fadengrad aufgrund von dieser Gesundschrumpfung zur Zielscheibe von der Occupy-Bewegung geworden ist. Wir schauen mal, was da aussen los ist. Unsere Medien einfach mal ausbieten, was noch geht. Wenn wir uns bedenken, an Telebase, dass die Supec für Millionen schärft. Revolution starts now. Mitarbeiter entlassen. Bei einer Sendung, die so erfolgreich ist, das ist doch eine bodenlose Schweinerei. Darum fordern wir Clip. Es geht eben nicht nur um den Stellenabbau bei Fadengrad. Auch bei Novartis. Ja, die auch. Und dort bin ich vor allem gegen Tierversuch. Die haben Tausende von Ratten, die sie züchten. Und das alles nur, damit die Banken nachher Profit einstreichen können. Ja, genau. Eben. Und der Klimawandel. Und das Atomkraftwerk. Alles Profit denken. Ja, und die Schnitzelbank wird auch immer wieder schlechter. Und schon ab November überall Weihnachtsdekoration. Das ist eben eine Schweinerei. Und darum fordern wir, dass der Benny Huckel eine Vertragsverlängerung bekommt. Na gut, aber das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit dem zu tun. Ja, wieso nicht? Wir leben in einer globalisierten Welt. Also gut, schreib's mal auf. Aber das müssen wir jetzt oben noch basisdemokratisch ausdiskutieren.